So, und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir wollten hier rein. Es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen verpeilt habe aufzunehmen. Kam echt nicht hinterher momentan. Einfach viel zu viel um die Ohren. Aber dafür, ich sehe gerade, mein Leben ist nicht ganz voll gewesen. Aber wir wollen jetzt mit ihm hier rein. Wir sollten hier irgendwas abholen. Ist er denn da? Bin ich hier richtig? Ist das richtig? Anscheinend ja. Kommt er denn hinterher? Er müsste eigentlich hinterherkommen, oder nicht? Oder hat er mich nur hierhin begleitet? Hier haben wir schon mal eine Truhe. Da haben wir einen Kupferring, ist nicht viel wert. Intelligenz wiederherstellen. Gold nehmen wir mit. Intelligenz brauchen wir nicht. Muss ich hier hin? Komm hier nicht hoch. So. Liegt hier vielleicht auch irgendwas? Ich weiß es nicht, ich sehe nicht. Da sind schon mal Untote. Kann es sein, dass das hier ein ganzer Friedhof ist? Wooden Gate zu Underpole Keep. Da kommen wir nicht so einfach hoch, kann das sein? Ich glaube, gibt. Ja, der hat mich da oben gesehen. Und hat mich auch noch getroffen. Na, von hier kamen wir, okay. Das heißt, wir müssen durch die Tür. Geht nicht anders, also ich komme da sonst nicht anders hoch. Achso. Jo, komm. So. Ja. Okay, jetzt haben wir den. So, was hat er hier? Knochenmehl? Dann Stahlschild. Ein Skeletthüter ist das. Und Silberstreitkolben. Den nehme ich mal mit. Wenn es hier schon Silber gibt, warum nicht? Kann ich die Dinger eigentlich looten? Nee, ich kann die Dinger nicht looten. Eure Magie reicht nicht aus. Und in Skyrim wurde das dann irgendwie zu, ihr tragt so viel und könnt nicht rennen. Davon schon der nächste.
Ja. Wir wechseln uns ab. Sorry, das wollte ich jetzt irgendwie durchziehen. So. Was hat der hier? Ein Stahlschild. Und auch noch ein Silberstreitkolben. Apropos, in welchem Zustand ist meine Waffe gerade? So, hier 80%, okay. Und hier, hinter uns ist einmal ein Weg und da vorne ist ein Weg. Welchen gehen wir zuerst? Den hier? Ratten, okay. Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht infiziert. So. Okay, was haben wir da vorne gleich? Hier haben wir nichts. Okay, das führt nach oben. Den anderen Weg will ich jetzt auch noch mal kurz mir ansehen. So, Gesundheit ist wieder voll. Gucken, was da hinten gibt's. Wahrscheinlich genau das gleiche. Obwohl. Da ist ein Zombie. Das sah für mich zumindest nach einem Zombie aus. Jo. Okay, den haben wir auch erledigt. Totes Fleisch. Was soll ich mit totem Fleisch, ey? Zwei Zombies. Drei. Okay, drei haben mich jetzt echt überrascht. Out. So, ich sehe zu wenig. Ich hoffe, die infizieren mich jetzt nicht mit irgendwas. Den ersten haben wir erledigt. So, ein bisschen Abstand. Okay, jetzt hat der mich auch noch erwischt. Stumpfe Waffenfertigkeit hat sich auch verbessert. Perfekt.
Aber drei Zombies hat mich jetzt wirklich überrascht. Vor allem, was ist das genau eigentlich für ein Ort? Also, jetzt nicht vom Namen her, sondern für was wurde das hier genutzt? Ist das einfach nur so eine Art Grabkammer? Burgfried Südflügel? Ja, super. So, wo geht's hoch? Da ist ein Weg. Lebensenergie wiederherstellen, immerhin. Heilwurz. Gibt's hier einen Weg? Ich hätte gerne einen Weg nach da oben. Hey. Genau, ey. Muss es doch einen Weg geben, oder? Dann halt nicht. Schwingender Streitkolben, ey. Ach so, die Dinger, hier. Oh, da ist schon der nächste. Hä, wie kann... Ich mache irgendwie gar keinen Schaden mehr mit dem. Ja, der ist auch schon fast hinüber. Ja, super, da hinten ist schon der nächste. Wird auch noch ewig dauern, bis wir den bekämpfen können. Kommt er wieder her? Oder? Da kommt er. Kommt der andere auch noch? So, das nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mal mit. Magie reicht wieder nicht aus. So, die und die nehmen wir mit. So, machen wir so. Da ist er. Ach, so einer. Ich glaube, der wird uns eher fertig machen. Ah.
In welchem Zustand ist die Waffe jetzt? 69, ja super. Vielleicht erstmal wieder Schwert. Die ist ja noch effektiv. Wieso fliegt er jetzt? So, komm. Ja, immerhin haben wir den jetzt. So, Stahlschildkolben, Stahlschild. Stahlpfeile. So, ich sehe zu, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr im Sichtbereich bin. Ich sehe gerade, ich bin wegen meinem Oberteil hier zur Hälfte transparent. Ist auch schon mal super. So, hier sind wir eigentlich auch schon. Wie oft können... Sind wir jetzt eigentlich so weit zum Aufsteigen? Also was haben wir jetzt? Mist. Das will mich doch verarschen. Willst du? Alter! Ja, endlich! Ich wollte schon sagen. So, vielleicht mal eine Licht 20 Fuß für 60 Sekunden. Und dann wieder das. So, das ging jetzt aber auch schneller mit dem. So, dessen Gold wollen wir haben. Hier geht's aber auch noch weiter. Alter, der macht mich fertig hier. Also, irgendwann muss auch Ruhe sein. Immerhin haben wir jetzt Ruhe. Ich habe hier aber ein ungutes Gefühl.
gefällt mir gerade gar nicht. Kommt hinterher? Ja. Ich wäre hier unten gekommen. Okay. Irgendwo. Vermutlich hier. Ja. So, einen Moment. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Okay, der kommt hier nicht hoch. Machen wir so. Okay, das gefällt mir schon mal viel, viel besser. Schwere Rüstungsfertigkeit verbessert. So, was ist mit dir jetzt? Komm. Schwertkampf hat sich auch wieder verbessert. Kommst du? Das hat jetzt aber auch lange gedauert hier. So, hier müssen wir einmal speichern. So, habe ich was zum Reparieren mit? Nein. Perfekt. Welchen Zustand sind jetzt meine Waffen aktuell? 54, 69, 35. Perfekt. Mist, falsche Taste jetzt gedrückt. So, Gesundheit ist jetzt voll. Okay, wir sind jetzt auf der Seite. Lederhandschuhe? Nee. Wir müssen aber zu denen darüber irgendwie. Aber wenn ich da nochmal zurückgehe. Sagt es, ich muss hier entlang. Aber wie komme ich zu denen dahin? Da leuchtet was. Ich glaube, die haben hier gar nichts. Kein Knopf, kein gar nichts, um da hochzukommen. Oh.
Hier hätte er entlang gemusst. Okay. Ja, super. Bin ich den falschen Weg gegangen? Kommt er hoch? Achso, es ist nur eine Ratte. Der lebt aber auch noch. Okay, das war jetzt am Ende nice. So, Eisenpfeil, Stahlpfeile. Walerstein aus. Ah, Mann, ich wollte es lesen. So, hier muss sie lang. Die Pfeile unten ist jetzt auch noch grün. Das könnten wir gebrauchen. Hier, okay. Da ist auch ein Geist. Vielleicht einmal kurz speichern, bevor es darüber geht. Hier ist kein Weg. Ist jetzt die Frage, ist er böse oder gut? Müssen wir da irgendwie rüber? Ich muss vielleicht mal zu einer Silberwaffe wechseln. Tschüss, Berich. Alter. Wieso haben wir Ektop? Ah ja, genau, da brauchen wir ja noch. Ja gut, fürs Berich Windrill, schnell speichern, genau. Vielleicht wechseln wir den Silberbogen mit den Silberpfeilen. Wieder er. Na super. Mist. Jetzt hat er mich einmal erwischt. Ich hoffe, der Zombie lässt mich in Ruhe gleich.
Da ist er jetzt. Okay, der ist auch ein bisschen heftig. Mist. Eisschaden der Wirkung wurde widerstanden. Okay. Wen höre ich? Moment. Wen habe ich da gerade gehört? Nein. Alter, übertreib nicht. Da lang. So. Wer ist da, der da noch am Kämpfen ist? Sir Roderick. Sir Roderick hat es nicht überstanden. Ja, super. Was machen wir jetzt? War er storyrelevant? Und wo kam er? Der kommt hinterher. Na, warte mal. Nein. Ja, egal, dann machen wir so. Wieso hat er die Tür zugemacht? Ja, du Zombie, lass mich mal eben kurz in Ruhe. Ich bin nur an dir vorbei. Und wissen? Er kam aus derselben Tür wie ich vorhin. Wenn ich jetzt nochmal lade. Und den anderen Weg gehe. Er ist hier entlang gegangen, oder wie? Kopfloser Zombie? Nochmal Gold? Silberschneidkolben. Den benutzen wir jetzt mal. Oh! So, was kann ich dafür wegschmeißen? Ah, warte mal. Genau, erstmal unter meinen Sachen. Wenn wir die Claymore haben, dann brauchen wir den hier nicht mehr. Klingenbeinschienen.
Ja, kann weg. Ist eh nichts wert. 5 Kilo müssen wir doch eben loswerden. Das Amulett der Könige. Was können wir wegschmeißen dafür? Machen wir so. Reicht aber auch nicht. Okay, sieht schon nice aus. Also, die Claymore eben. Achso, dann kann das... Ihr habt nicht genug Platz, um das Objekt abzulegen. Warte mal. Ach, das Ding hat keine Wirkung. Wieso hat das Ding keine Wirkung? Ah, jetzt kommt er. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ich werfe dich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Ja, der hat einen Fokus auf mich. Möge Stenda euch Gnade gewähren. Machst du überhaupt Schaden? Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Nehmt das. Die Gerechtigkeit Julianus lenkt meine Klinge. Nehmt das. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Lasst es uns zu Ende bringen. So, Sir Roderick, ich glaube, ich brauche den Silberstreitkolben nochmal. Ach nö. Du darfst die Claymore erstmal wieder haben. Super. Möge Stenda euch Gnade gewähren, denn ich werde es nicht. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ist euch klar, dass ich mich bis jetzt zurückgehalten habe? Kommt, kommt, es gibt keinen Grund für Gewalt. Hey. Sir Laton? Warum greift er mich jetzt an? Ist euch klar? Ja super, jetzt greift er mich an. Sir Laton, wir waren doch Freunde. Na, kümmert ihr euch um ihn? Was ist los, ey? Was soll denn das? Wieso greift er mich jetzt an? Kann ich ihn jetzt erstmal irgendwie loswerden?
So, wenn ich hier oben bin. Mist, Mist. Ich hoffe, er überlebt hat. Ich hoffe wirklich für ihn, dass er es überlebt. Sind wir jetzt wieder Freunde? Ich wärme mich gerade. Was ist los? Werdet ihr müde? Hey. Ja. Salaton? Hey! Für Akatra! Nehmt das! Wir laden noch einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant er war. Ob wir ihn später noch gebrauchen werden. Aber dass er stirbt, wollte ich jetzt nicht. Kommt der Geist jetzt oder kommt der Zombie noch dazu? Salaton? Seid gegrüßt, Kommandant. Folgt mir. Das Grab des Fürsten Vlindrell ist gleich hier entlang. Seid vorsichtig. Der Geist kann uns jederzeit überraschen. Ja, okay. Hier speichere ich mal. Sir Roderick, ihr wart ein tapferer Ritter und ein guter Herr. Möge euer Name in den Annalen der Reliquien noch lange fortbestehen. Ich bewaffne nämlich schon mal damit. Ah ja, und die Silberpfeile. Warte mal, im Vergleich zu meiner Rüstung jetzt. 4, 6, 3. Einiges besser. Obwohl, Schwert würde ich hier lassen. Was haben wir hier noch drin? Gold. Ja, das ist einiges wert. Vielleicht speichere ich jetzt nochmal. Jetzt ist er mit mir hier unterwegs. Da
Da ist er schon. Aufgepasst! Autsch. Okay, jetzt leuchtet. Lass uns zu Ende bringen. Warte mal, bringt was diese Waffe gegen ihn? Keine Wirkung. Ist euch klar, dass ich mich bisher zurückgehalten habe? Jetzt ist Schluss. Sir Laton? Und jetzt fallt um und verblutet. Ich lenke ihn ab, ihr kämpft. Ich bisher zurückgehalten habe. Und jetzt fällt um und verblutet. Erbärmlich. Laton braucht eine bessere Waffe. Für Akatosh und die Neuen. Die Gerechtigkeit Jutraus lenkt meine Klinge. Erbärmlich. Für die Neuen. Lasst es uns zu Ende bringen. Für die Neuen. Alter. Der Angriff, der ist ja richtig mies. Ja, Laton, es wäre schön, wenn du auch irgendwas bewirken würdest. So, wie besiege ich ihn? Ist euch klar, dass ich mich bisher zurückgehalten habe? Ho! Soll ich jetzt etwa Angst haben? Und jetzt fällt um und verblutet. So, ich muss jetzt paar Mal öfters im Kreis hier rennen. Der ist auf jeden Fall hinter mir her. Nieder mit euch im Namen von Vater Akatosh. Und er lässt Laton in Ruhe. Boah, ich dachte schon. Die Gerechtigkeit Julianus lenkt meine Klinge. Magie reicht einfach nicht aus. Du Ratte. Mehr könnt ihr also nicht? Laton, es wäre echt schön, wenn du auch Schaden machen würdest bei ihm. Möge Stenda euch Gnade gewähren, denn ich werde es nicht. Mehr könnt ihr also nicht? Hab ich einen Zauber, dass ihn... Nee, das wollte ich nicht. Die Hand des Meisters. Ruhige Schönheit. Magie reicht nicht aus. Lebensenergie. Magie reicht nicht aus. Vielleicht das hier? Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Ich muss jetzt erstmal aber ein paar Mal. Jetzt rennt er da. Gerechtigkeit Julianus lenkt meine Klinge. Möge Stenda euch Gnade gewähren, denn ich werde. Alter. Ich muss vielleicht doch erst einmal hier. Erbärmlich. Gesundheit auffüllen. Ich stecke hier fest. Ja, ist eine gute Frage. Warum will er nicht sterben? Ich hatte gehofft gehabt, dass hier vielleicht irgendwas drin wäre.
Mist, jetzt hat er mich erwischt. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Mist, Mist, Mist. Was, wenn ich hier jetzt ein paar Mal im Kreis laufe? Denn ihr seht selber, ich mache gar keinen, oder so gut wie gar keinen Schaden bei ihm. Aber er macht extrem Schaden bei mir. Wo ist er hin? Da hinten. Ich hoffe, Salaton lebt noch. Mist. Ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge machen. Wenn er mir jetzt auch noch Salaton umlegt. Das werden wir... Das werden wir nicht schaffen. Der ist einfach viel zu stark. Der entzieht mir Magie, der entzieht mir alles. So, kann ich auch da lang? Kommt die überhaupt hierher? Dem Anschein nach kommt er hier hin, ja. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man den leicht besiegen kann. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Doch. Mist. Aber ich glaube, in dieser Folge werden wir es echt nicht mehr schaffen. Und der kommt da auch noch aus dem Wasser raus. Okay. Den schaffen wir nicht. Wenn wir jetzt den hier so... Ja. Machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.